wir haben ausgesät Wildblumenmischung mit etwas Gräsern, die für dies für unser Projekt Stemmwede Vital, also Stemmwede blüht auch, dienen soll. Okay, danke. Und was wird dann auf der Wiese blühen? Ja, wir werden Wildpflanzen hier sehen, wahrscheinlich einjährige sind die ersten immer Mohnblumen und Kornblumen. In den Folgejahren werden sich auch die zweijährigen Pflanzen, so wie Nachtkerzen vielleicht oder die andere Kerze, die Königskerze entwickeln. Und danach werden dann die Stauden nach und nach kommen. Also das ist eine Mischung, die über viele Jahre uns erfreuen wird. Jetzt haben wir hier Hennims. Warum macht die Schule das und nicht Bauhof oder die Gemeinde? Ja, es sind schon viele Vorarbeiten geleistet worden vom Bauhof und von den Heimatpflegern. Und wir als Schule haben die Ehre, hier auch die Patenschaft von dieser Fläche zu übernehmen. Wir helfen jetzt mit beim Einsehen in diesem Schuljahr. Und ich denke, in den nächsten Jahren werden wir uns darum kümmern müssen, dass auch das tatsächlich wächst, was hier wachsen soll. Und dafür übernehmen wir auch die Verantwortung. Und deshalb sind wir heute auch mit einer gemischten Gruppe aus verschiedenen Jahrgängen hier.